nachhaltig wie umweltbewusst leben Sie persönlich im Alltag? Ich versuche so sehr wie möglich. Also ich bin vegan schon seit vielen Jahren, auch wegen der Umwelt. Verpackungsfreier Supermarkt. In der Stadt machen wir eigentlich alles mit dem Rad. Deutschlandweit fahre ich nur noch mit dem Zug. Also so diese Kleinigkeiten, Ökostrom, ganz wichtig. Aber auch irgendwie schauen, support your locals, also mit den Landwirten zusammenarbeiten, also Biokisten, solche Sachen. Es kann natürlich noch viel mehr werden. Ich habe wirklich angefangen, dass ich sehr, sehr viel Secondhand kaufe, auch fürs Kind. Das war noch so, was habe ich davor nicht so gemacht. Und das war vielleicht auch durch Corona, so eBay-Kleinanzeigen ist mein großer Freund geworden. Aber natürlich ist noch ganz, ganz viel Raum nach oben. Und man merkt auch immer wieder, wie man an so bestimmte Grenzen stößt, wo man sagt, oh Gott, ich habe keine Ahnung, echt, wie macht man das denn? Oder tatsächlich so Sachen wie, baue ich wirklich meine Heizung um, was natürlich eigentlich gemacht werden muss, wo man aber natürlich irgendwie Skrupel vor hat, Baustelle, wenn man nicht unbedingt muss und dann funktioniert es bitte auch und lauter solche Sachen. Also da verstehe ich schon auch, dass man erstmal zögert. Sie haben eben kurz Stichwort Corona gesagt, für viele hat sich ja das Leben doch irgendwie nachhaltig verändert. Wie ist das bei Ihnen? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das müssen wir jetzt rausfinden, wie sehr diese Veränderungen und auch wie wir gelebt haben, wie sehr das weiter besteht, jetzt wenn der ganze normale Stress und die ganze Hektik wieder losgeht und ob wir uns bestimmte positive Eigenschaften oder auch so Gewohnheiten, die wir jetzt gekriegt haben, ob wir uns die behalten können. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich glaube, es tut uns allen gut, eigentlich so ein bisschen zu entschleunigen und wenn wir uns das irgendwie bewahren können, dann wäre das super. Worauf freuen Sie sich besonders, wenn jetzt ja, das Leben wieder losgeht? Tatsächlich einfach mit Freunden irgendwo draußen zusammensitzen und Essen bestellen können und man kriegt sogar noch den zweiten Wein und es ist kühl und es ist kalt und man muss es nicht aus irgendeinem Rucksack, sondern man kann einfach da sitzen und sorglos sein.